Morgens ein Kaffee im To-Go-Becher, dreifach verpackte Bestellungen von Online-Händlern, Wegwerfflaschen, Wegwerfspielzeug, Wegwerfgesellschaft. Höchste Zeit, sich mit dem Thema No Waste zu beschäftigen. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht und waren für uns und euch in Köln und Siegen unterwegs. Wir waren im Unverpacktladen Tante Olga und ich habe sogar selbst versucht, einen Tag lang möglichst No Waste zu leben, also möglichst ohne Müll und besonders ohne Plastik. Dafür brauche ich aber erstmal Infos und Tipps und die bekomme ich von Nora. Nora promoviert gerade in Germanistik in Siegen, lebt selbst so gut es geht No Waste und sie setzt sich sogar für den ersten Unverpacktladen hier in Siegen ein. Wir sind bei der Nora angekommen und ich würde sagen, ich klingel einfach mal und dann gucken wir mal, was uns da oben so erwartet. Schön, dass das geklappt hat, dass ich hier in einer bescheidenen Küche mal sitzen darf. Ich finde deine Wohnung übrigens wunderschön. Dankeschön. Muss ich sagen, auch. Mit so schönen vielen grünen Pflanzen. Mhm. Du lebst nicht komplett No Waste, sondern so gut wie, hast du erzählt. Ja, ne? Ich bemühe mich. Du bemühst dich. Hast du denn irgend so ein Schlüsselereignis gehabt, wie du so angefangen hast? Oder wie war das so bei dir? Also ich komme einfach schon aus einer sehr umweltbewussten Familie. Das heißt, so das die Grundeinstellung war schon immer da. Aber so richtig losgelegt habe ich eigentlich vor 2 Jahren, als ich ausgezogen bin aus einer WG. Weil es ist einfach viel leichter, das alleine erstmal zu machen, weil man dann den Schockmoment hat, all der Müll, der hier gerade rumliegt, ist wirklich von mir und nicht noch von den anderen 3 Mitbewohnern. Das stimmt, das ist ganz gut eigentlich. Genau, und auch, weil man dann die Entscheidung ja alleine trifft. Also man muss nicht mit den anderen verhandeln. Machst du denn viel auch selber? Oder gibt es auch Sachen, wo du denkst, nee, da muss ich jetzt irgendwie drauf verzichten und das ist eigentlich ziemlich doof, aber... Oder wie ist das so bei dir? Es ist so gemischt. Also ich mache ein paar Sachen selber, vor allem die Sachen, die mir jetzt nach und nach ausgehen, weil ich sehe, es ist natürlich Quatsch zu sagen, ich mache jetzt alles selber und werfe alle Produkte, die ich habe, halb voll noch weg. Das macht keinen Sinn. Naja. Genau, also ich mache meine so Lippenpflegesachen selbst, ich mache mein Deo selbst, ich backe mein eigenes Brot meistens und so nach und nach immer mehr kommt dazu. Genau. Ist das manchmal nicht auch ein bisschen zeitaufwendig? Doch, also klar, selber machen dauert länger als Sachen kaufen. Aber ich mache halt gleich so viel davon, dass es eine Weile reicht. Und mehr machen dauert nicht unbedingt länger. Das heißt, ich habe einmal den Zeitaufwand und habe dann länger was davon. Stimmt, und bei manchen Sachen ist es auch so, dass ich mehr mache und das mit meinen Freunden teile. Die freuen sich dann? Genauso, genau. Ich habe eine Freundin, die hat einen großen Garten. Die beliefert uns alle mit Marmelade. Ach, schön. Dafür mache ich dann irgendwie einen herzhaften Brotaufstrich und davon kriegt sie was. Und, ach, das ist ja richtig süß. So funktioniert das halt am besten. Ja, gibt es noch irgendwas, was dich denn jetzt so richtig interessieren würde? Mich würde noch richtig interessieren, ob es irgendwas gibt, was dich total nervt daran. Du bist so total pro No Waste, was ich auch total verstehen kann, aber gibt es auch was, wo du dir manchmal denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr? Doch. Also ich glaube, es ist manchmal einfach so frustrierend, wie wenig man alleine halt bewegt. Also ich wohne hier im Haus mit 6 Parteien und ich werfe da nicht so viel in die Mülltonne rein und trotzdem quillt ihr immer über, wenn die abgeholt wird. Das ist deprimierend, ne? Genau, und dann frage ich mich, ist es jetzt die Anstrengung wert? Aber das sind so kurze Momente und dann geht's eigentlich wieder. Genau. Und sonst hast du irgendwas, auf was du verzichten musst oder sowas? Oder fehlt dir im Prinzip nichts? Nee, mir fehlt eigentlich nichts, aber vielleicht zeigt sich das jetzt gerade auch so leicht. Also zum einen bin ich da ja so reingewachsen. Das ist ja kein Umschalten von heute auf morgen. Und deswegen ist es kein kalter Entzug. Also vielleicht würde mir was fehlen, wenn ich das gestern noch gehabt hätte. Wenn das so von 0 auf 100 ist. Genau, ne? Aber so ist das auf jeden Fall nicht so. Und es gibt einfach Sachen, da mache ich Ausnahmen. Also Medikamente oder manche Sachen sind halt einfach verpackt. Da verzichte ich dich jetzt nicht. Quälst du nicht vor Schmerz? Nee, es sind Verpackungen, nehme ich nicht. Genau. Irgendwann ist die ganze Zeit auch mal dann erreicht. Ja, nee, also es soll ja auch, also ich mache das, weil mir das wichtig ist, aber ich will trotzdem auch irgendwie jetzt mich nicht total einschränken und ein tristes Leben führen. Du sollst immer noch zufrieden sein. Sondern. Genau. Wir wollten jetzt gleich auch nach Köln fahren in diesen Unverpacktladen. Tante Olga heißt der, glaube ich, wenn ich richtig bin. Genau, der Name hat es mir schon total angetan. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, was ich jetzt vielleicht irgendwie kaufen sollte, gerade so als Einsteigerin? Weil ich möchte jetzt ja mal einen Tag auch mal No Waste leben, zumindest es mal probieren.
Genau. Okay, wenn ihr schon mal in Köln seid, alles kaufen, was es da an trockenen Lebensmitteln gibt, weil das ist alles, so, was gibt. Genau, das ist eigentlich am schwierigsten. Mhm. Weil Obst und Gemüse, das kriegst du hier auch. Aber ohne unverpackt Laden sind gerade die trockenen Lebensmittel schwierig. Mhm. Und so ein smoother Einstieg, sag ich mal, in diesen Bereich ist auch immer, wenn man mit Kosmetik irgendwie anfängt. Mhm. Also, dass man sich eine Haarseife besorgt oder eine Bambuszahnbürste. Weil das sind Sachen, die man schon irgendwie kennt. Da ist der Schritt nicht ganz so groß, aber man kann sich so reingewöhnen. So ein bisschen. Du sagtest ja, du bist schon ein bisschen aufgewachsen so in dem ganzen No-Waste, ich sag mal in der Richtung. Mhm. Hast du dich noch irgendwo besonders informiert oder wie hast du dich so schlau gemacht? Ach, das ist so eine Mischung. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir einen Tag hingesetzt habe und mir gedacht habe, jetzt suche ich Bücher raus oder jetzt will ich wissen, wie es geht, sondern das hat sich so entwickelt. Also klar, mit Leuten, die das auch machen oder in so einem Unverpacktladen, man kommt super schnell ins Gespräch und die Leute sind total hilfsbereit und man tauscht sich aus. Und ansonsten ist tatsächlich auch so, man kann gut seine Eltern oder Großeltern fragen. Also von früher, ne? Genau, genau. Welche Hausmittelchen kennst du denn, Oma? Und dann sagt die, oh ja, hier, weißt du noch, mit Kastanien kann man waschen und so. Ach, das ist sehr cool. Genau, also das ist tatsächlich auch irgendwie schön. Das schafft auch nochmal so eine ganz neue Verbindungsebene. Das finde ich echt gut. Ja, ja, ich würde sagen, dann frage ich doch morgen direkt mal meine Oma und den Unverpacktladen in Köln. Da düsen wir nämlich gleich auch noch hin. Und dann werde ich mich mal ein bisschen informieren und hoffe, dass ich dann auch mal ein bisschen mehr in die Richtung komme und ein bisschen mehr in der Waste lebe. Also du hast mich sehr auf den Geschmack gebracht auf jeden Fall. Das freut mich. Wenn Super. Du noch was brauchst, Fragen hast, melde dich. Komm gerne drauf zurück. Genau. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Wunderbar. Auf geht's nach Könne! Bei schönstem Wetter und möglichst umweltfreundlich mit Zug und S-Bahn geht's zu Tante Olga. Wir kommen jetzt von Nora und sind endlich in Köln gelandet beim Unverpacktladen Tante Olga. Ja, ich würde sagen, ich gucke mich da jetzt mal ein bisschen um und ich hoffe, ich finde was Schönes. Gerade mit der lieben Judith, die arbeitet nämlich in dem Tante-Olga-Laden. Magst du mir vielleicht mal gerade erklären, wie lange es den Laden eigentlich schon gibt? Wir sind jetzt seit November 2016 hier, also im Herbst dann 2 Jahre. Du arbeitest ja jetzt in dem Laden hier. Bist du denn selbst dann auch komplett unverpackt am Leben oder sehr bio oder wie ist das so bei dir? Ja, also man ist ja eigentlich nie 100% unverpackt, leider. Das ist einfach noch ziemlich schwierig. Aber klar, ich versuche das auch, soweit es geht, umzusetzen zu Hause. Das mache ich auch schon länger. Genau. Aber Bio ist so ziemlich alles hier, glaube ich, sagtest du, ne? Genau, ja. Das ist uns wahnsinnig wichtig. Einfach, dass es unverpackt ist und eben auch Bio. Das ist cool. Ja, ich habe jetzt schon mit einer geredet aus Siegen, die jetzt auch einen Unverpacktladen aufmachen will. Die hat mir auch schon ein paar Tipps gegeben. Hast du vielleicht auch noch ein paar Tipps für mich? Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wenn du ganz neu bist und gerade anfängst. Sehr neu. Ja, dann empfehle ich das immer, dass man erstmal so in der Hygieneabteilung anfängt. Mhm. Das ist tatsächlich am einfachsten so für den Anfang. Wenn man jetzt bei Lebensmitteln auf unverpackt setzen will, dann braucht man einfach einen Unverpacktladen in der Nähe, sonst wird es halt sehr umständlich und schwierig. Genau, da können wir auch gleich mal rübergehen, wenn du möchtest, dann kann ich dir da ein paar Sachen zeigen. Dann machen wir das mal. Hier einfach hauptsächlich auf trockene Produkte. Mhm. Da fällt erstmal das Problem Packung also meistens weg. Bei flüssigen Sachen brauchst du eigentlich immer irgendwie Kunststoff oder Glas. Mhm. Genau, das hast du hier eben nicht. Das einzige flüssige Produkt, was wir in der Reinigungsabteilung haben, ist Spüli, Geschirrspülmittel. Weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach keine gute Alternative gibt. Mhm. Es gibt ganz viele Rezepte zum Selbermachen, das ist aber sehr schwierig. Deswegen haben wir das zum Abfüllen und Klarspüler haben wir. Aber sonst setzen wir generell einfach auf feste Produkte,
Wir haben eben alles, was man so gewöhnt ist, einfach in fest. Wir haben feste Bodybutter, wir haben feste Deos, wir haben feste Lippenpflege. Stimmt. Wir haben zum Beispiel Haarseifen und feste Shampoos statt flüssige Shampoos. Sag mal, hast du auch ein gutes Shampoo für Locken? Ja, da haben wir das Kur-Shampoo. Das ist besonders für Locken geeignet, weil das nochmal so eine kleine Spülung mit dabei hat. Also du hast praktisch zwei Produkte in einem, brauchst dann auch nicht zwei verschiedene Sachen. Genau, das pflegt die Haare einfach sehr. Mhm. Das haben wir auch mit und ohne Duft. Kannst du gerne gleich mal dran riechen, was sehr dir gerne mehr liegt. Meine Zahnbürste habe ich schon mal. Ich verspüre gerade ein kleines Hungerchen. Ja, guck mal, was ich hier so schönes finde an Müsli. Und fülle das dann mal in meinen schönen Behälter hier rein. In schwarzen? Ach, der hier. Gleichzeitig wieder zumachen. Und stopp. Genau. Dann haben wir doch alles, oder? Meine Kuh ist alles vor. Ich finde, wir waren sehr erfolgreich heute, muss ich sagen. Ich habe Dinge kennengelernt, die kannte ich vorher noch gar nicht. Ich habe total viel gelernt. Also es ist eben nicht nur ein Unverpackt-Laden, sondern eben auch ein Laden, der total viel Bio und vegane Sachen hat. Und da wir ja bei Probieren über Studieren sind, probiere ich nicht natürlich auch mal einen ganzen Tag lang einfach mal No Waste zu leben. Und ich denke, ich habe jetzt ein paar Sachen eingekauft, die mir schon mal sehr gut dabei helfen werden, in den Tag zu starten. Und ja, Tante Olga, ich komme gerne wieder. Jeder und jede Deutsche produziert im Durchschnitt 37 Kilogramm Plastikmüll nur aus Verpackungsmüll pro Jahr. Insgesamt erzeugt jeder und jede Deutsche 611 Kilo Müll pro Jahr. 611 Kilo. So viel Müll. Aber Nora und Judith bekommen das ja irgendwie hin, Müll reduziert zu leben. Ich will das auch mal versuchen und damit fange ich heute an. Ein Tag No Waste. Ein Selbstexperiment. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7:30 und ich habe schon meine Bambuszahnbürste und mein Shampoo ausprobiert. Beides finde ich super und wird 100% weiterverwendet. Ein kleines Problem hatte ich leider schon beim Schminken, weil einfach absolut alles verpackt ist. Nach meinen Vorlesungen werde ich mal schauen, ob ich da nicht sogar was selber machen kann. Komplett ungeschminkt will ich allerdings auch nicht rausgehen, also schminke ich mich trotzdem etwas. Komplett No Waste wird, denke ich, schwierig heute, aber mal sehen, was der Tag so bringt. Mein Parfüm ist dafür komplett unverpackt, das habe ich im Januar in Marokko gekauft und das ist auf jeden Fall schon mal komplett No Waste. Zum Frühstück esse ich mein Müsli von Tante Olga mit Milch aus einer Glasflasche und es schmeckt sehr, sehr gut. Die Zeiten von Plastikflaschen sind, finde ich, sowieso vorbei, also nehme ich meine Flasche mit, die ich jederzeit ganz leicht wieder auffüllen kann. To-Go-Becher sind auch tabu, deshalb nehme ich meinen eigenen mit und lasse mir da einfach meinen Kaffee reinfüllen. Schmeckt genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ich habe jetzt Uni, wir sehen uns später. So, ich komme gerade aus der Uni und war kurz zu Hause. Allerdings habe ich mal einen Blick in meinen Kühlschrank gewagt und ich habe tatsächlich nichts Unverpacktes, wo ich mal irgendwie eine Mahlzeit rauskochen kann. Deswegen stehe ich jetzt hier vor Dens Biomarkt und guck mal, was die so schönes Unverpacktes haben. Ich habe mir jetzt mal einen Avocadosalat rausgesucht, weil das müsste eigentlich alles unverpackt sein. Dann gucke ich mal rum, ob ich das auch alles finden werde. Eine Knoblauchzehe brauche ich. Das ist schon mal gut. Nicht verpackt. So. Challenge Nummer 1. Erfolgreich absolvieren. Zwei große Tomaten. Ohne Plastiktüte braucht nämlich niemand. So, dann Avocado. So. Sind noch relativ hart, aber für einen Salat glaube ich ganz gut. So, dann brauche ich Balsamico. So, da vorne. Ja, hier Problem,
ist nämlich nicht No Waste. Das ist ja Plastik. Heißt, kann ich leider nicht nehmen. Geht da ein Salat nur mit Olivenöl? Ich hoffe. Gut, dann nicht Olivenöl. Bitte lass es in einer Flasche sein. Das ist eine Glasflasche. Gut, immerhin ein bisschen Soße, das ist besser als nichts. So, Honig brauche ich, ganz viel Honig. Ich glaube, ich nehme mal den Blütenhonig, den ganz normalen. Das sieht doch ganz gut aus. So, und Pfeffer und Salz brauche ich noch. Dann bin ich schon durch. Ich finde, bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Ich hoffe nur, das schmeckt ohne Balsamico. Meersalz habe ich hier. Das ist zwar eigentlich Glas, aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist leider Plastik hier oben. Und wenn wir das jetzt mal ganz, ganz eng sehen, dann dürfte ich es eigentlich nicht nehmen heute. Aber ich glaube, auf Salz und Pfeffer kann ich echt nicht verzichten. Also Balsamico geht vielleicht noch im Salat, weil ich habe ja Honig und Olivenöl. Aber ich glaube, Salz und Pfeffer machen wir da mal eine Ausnahme. Ich sag ja auch, ich probiere es. So, Salz kommt mit. Ich befürchte, bei Pfeffer ist es das Gleiche. Ja, bei Pfeffer ist es dasselbe. Aber Salz und Pfeffer, ich glaube, ohne schmeckt das leider nicht. Gut, ich bin fertig. Ich denke, ich gehe zur Kasse. Ja, dann kommt mal mit. Avocado-Salat probieren. Ja, dann mal los. So, ich bin zu Hause angekommen und sitze hier mit meinem erfolgreichen Einkauf, finde ich. Leider ist uns auf dem Weg aufgefallen, dass wir tatsächlich Plastik-Honig gekauft haben, also Honig in einer Plastikverpackung. Das ist aber niemandem von uns aufgefallen. Weder unserem Kameramann, weder unserer Tonfrau, weder mir noch Regie. Niemandem ist aufgefallen, dass wir ja, Plastikhonig gekauft haben. Ja, da sieht man erstmal, wie selbstverständlich man das eigentlich macht, obwohl es ja auch Honig im Glas gibt. Ja, ich würde sagen, wir verwenden den jetzt trotzdem, wenn wir den jetzt schon gekauft haben. Aber es gibt auch Honig im Glas. Es geht auf jeden Fall auch ohne Waste. Genau, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich fange mal mit dem Domätschen an und dann zauber ich mal was Schönes her. Es ist leider nicht komplett No Waste geworden, weil manches halt wirklich immer noch in Verpackungen ist, wie dieses Salz, wie der Pfeffer zum Beispiel. Es ist ja beides immer noch in Plastik verpackt. Hier diese Plastikteile drumherum, der Honig, wie gesagt, haben wir leider auch nicht mitgekriegt. Aber ich finde, Avocado, Tomaten und Co. sind immerhin No Waste und wir sind auf einem guten Weg dahin. Heute Morgen habe ich ja leider feststellen müssen, dass alles, was ich an Kosmetik besitze, alles andere als No Waste ist. Dank Google habe ich aber ein Peeling gefunden, was ich total einfach selbst machen kann. Und ich brauche lediglich Kokosöl, Zucker und Honig dafür. Diesmal sogar Honig im Glas. Voila! Ich finde, es sieht gut aus und ist auch schnell gemacht. Soll ich das direkt mal ausprobieren, Regie? Ja, ich probiere es mal aus. So,
ich habe jetzt mein Peeling abgewaschen und ich muss sagen, es fühlt sich echt total gut an. Also es ist total weich und ja, also es fühlte sich auch so schon total toll an, muss ich sagen. Also ich kann es echt weiterempfehlen und es ist halt echt nicht schwierig zu machen. Es sind 3 Zutaten, es ist in 5 Minuten oder so wirklich gemacht. Also man kann es wirklich ausprobieren und es ist no waste. Ich finde es super. Genau, also das hat super geklappt. Der Salat hat tatsächlich auch geschmeckt, auch ohne Balsamico-Soße. Und ich finde, darauf können wir jetzt einen trinken gehen. Ja, also bis gleich. So, der Tag neigt sich dem Ende zu und wir sitzen jetzt noch in der Kneipe und ja, stoßen auf den Tag an. Ich finde, es war tatsächlich sehr erfolgreich. Klar, bei manchen Sachen ist es ein bisschen schwierig, gerade was Salz und Pfeffer angeht. Aber ich finde, wir haben es ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Gerade was die Morgenroutine angeht mit dem Müsli, mit Shampoo, mit der Holzzahnbürste. Das war tatsächlich relativ einfach, so wie Nora und Judith schon gesagt haben. Aber wie gesagt, so komplett No-Waste-Leben, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht, gerade ohne unverpackt Laden hier in Siegen. Der wird allerdings ja bald aufgemacht, da bleiben wir auf jeden Fall auf dem Laufenden und informieren euch weiter, was es damit auf sich hat. Ja, ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und ja, ich denke mal, ich werde es auch weiter probieren, jedenfalls annähernd No Waste zu leben. So, Prost und einen schönen Abend euch noch.